Sports Buddies und willkommen zu diesem Video, wo wir euch unseren Einkauf für den Super Bowl zeigen. Freunde, aber bevor es losgeht, hier mal ein kleiner Trailer für das morgige Video mit den Jungs von BMTV. Freunde, außerdem hier bei diesem Video haben wir noch was richtig Geiles zu verlosen. Ihr seht es schon, ein Eagles Fan Jersey. Das Ganze ist in XL, das könnt ihr gewinnen. Das Ganze noch vom amtierenden Super Bowl Sieger, Freunde. Was ihr dazu machen müsst, Freunde, einfach auf Instagram folgen. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bild liken und natürlich das Bild mit eurem Super Bowl Tipp kommentieren. Also entweder Rams oder Patriots. Aber jetzt im Video seht es schon, viele, viele Leckereien fürs Wochenende. Ich sag's euch, da fehlt sogar noch was. Nämlich wie jedes Jahr veranstalten Sports Buddies ihre alljährliche Super Bowl Party, wo viele Kollegen eingeladen sind. Und deswegen gibt es immer den besten Kram aus Amerika. Wo wir das Ganze herholen, Freunde, ist ganz einfach. Wir wohnen relativ nah an der Grenze zu den Niederlanden. Dort gibt es einen Laden in Venlo, zwei Brüder, und die haben viele, viele Leckereien. Ich will keinen Alkohol verherrlichen, aber ich möchte auch nicht sagen, dass ich keinen Alkohol trinke. Ich trinke natürlich Alkohol bei jeder Sportveranstaltung, wie zum Beispiel beim Super Bowl, Champions League oder beim Fußball. Es ist nicht so, dass ich ein Alkoholiker bin, aber ich finde, es gehört einfach dazu. Deswegen haben wir natürlich hier Budweiser, Freunde. Muss einfach sein. Samuel Adams aus Boston. Was da noch fehlt, Freunde, ist ein ganzer Karton Miller Bier. Das besorgt noch ein Kollege, sodass wir das auch am Sonntag parat haben. Ja, Freunde, ihr seht es hier schon, auch Softdrinks sind natürlich am Start. Ihr seht es hier unten vielleicht, Dr. Pepper Cherry, Freunde. Sogar mit der Limited Edition von den Playoffs im College, Freunde. Richtig geil. Dann haben wir hier Cream Soda, mega geil. Leute, wenn ihr das kennt, haut auf jeden Fall mal einen Kommentar raus, wie ihr das findet. Ich finde es einfach nur mega, mega geil. Ja, was darf denn nicht fehlen, Freunde? Reese's Peanut Butter Cups. Auch richtig geil, wenn ihr die schon mal probiert habt, wisst ihr einfach, was ich meine. Und für uns beim Super Bowl gehört es einfach dazu, dass wir dort amerikanische Sachen probieren oder auch essen. Ich weiß, das ist ganz, ganz komisch, aber für mich war das schon immer so, dass es beim Super Bowl amerikanische Sachen gibt. Wie zum Beispiel Chips hier mit Pizzageschmack, Doritos, Freunde, Nerds, ja, sowas hier, Mountain Dew. Das sind einfach Sachen, die gehören für mich bei jedem Super Bowl einfach dazu. Und das sind so Sachen, da freue ich mich wie ein kleines Kind. Das ist für mich einfach eine neue Jahreszeit im Jahr. Machen wir weiter, was haben wir noch? Wir haben natürlich hier altbewährte Spezi, mega geil. Und vor allem in Dosen, Freunde. Und die Leute drüben in den Niederlanden, die müssen keinen Pfand bezahlen. Das heißt, ich muss den ganzen Brief auch nicht zurückbringen. Was zum Beispiel mega schwer zu finden ist, ist sowas hier wie Twizzlers. Das sind so Weingummi-Sticks, zum Beispiel jetzt mit Erdbeergeschmack. Hier oben steht Strawberry. Sowas habe ich selten gefunden in den letzten Jahren. Aber da gab es einen Laden in Venlo, der hat so Süßigkeiten angeboten. Ich gehe rein, amerikanische Süßigkeiten. YOLO nehme ich mit. Zum Beispiel das hier, Rocky Road. Habe ich auch noch nie gegessen. Handgemachte dunkle Schokolade, gefüllt mit Marshmallow und Cashewnüssen. Also, mega geil. Ich habe das zum Beispiel gestern mit meiner Freundin probiert. Das ist dasselbe, nur mit Minzgeschmack. Und das war schon ziemlich geil. Auf Minze steht, ist das schon verdammt gut. Dann, Freunde, Peanut Karamell da. Payday, Freunde. So muss das sein. Den haben wir auch am Start. Den habe ich auch noch nicht probiert. Ich bin noch mal gespannt, wie das Ganze schmeckt hier. So, da hatten wir von der Firma Hers Crunchy Cheese Sticks Jalapeno Geschmack, Freunde. Die werde ich gleich auf jeden Fall mal probieren. Sieht richtig geil aus. Dann haben wir hier so noch mal ein bisschen Weingummi. Original Spree, Freunde. Kann ich hier auch mal eben ein bisschen probieren. Ach nö, das sind so Lutschpastillen. Ich muss sagen, das schmeckt gar nicht gut.
Ja, Freunde, dann hätten wir hier noch Mike and Ike. Also da kommt eine Erinnerung hoch aus der alten YouTube-Hauszeit, denn der Rewe hat mir mal eine Packung gegeben und ich muss sagen, das war so geil. Ich habe die schon ewig nicht mehr gegessen, Freunde, und auch die habe ich in diesem Laden gefunden. Boah, ich muss jetzt einfach eine aufmachen und essen. Ne? Super Bowl kann kommen, Freunde. Jeder kennt die Skittles, die sind jetzt hier im handlichen Mini-Packs. Dort werden die dann verteilt am Super Bowl. Der ganze Tisch wird voll sein, Freunde. Red Band, Schnuller dürfen nicht fehlen. Also ihr seht es, Weingummi und Süßgetränke und Bier haben wir genug. Ihr fragt euch sicherlich natürlich, esst ihr nur sowas? Nein, Freunde. Wir werden zum Super Bowl natürlich wieder was zu essen machen. Wenn ihr Vlog dazu sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und natürlich liken, Freunde. Wir werden zum Beispiel Handmade Burger machen, Nacho-Auflauf und natürlich auch andere Sandwiches oder coole Sachen. Das alles werde ich filmen. Wenn ihr möchtet, lade ich das gerne auch mal hoch. Was ich zum Beispiel auch liebe, ist Lipton Sparkling Iced Tea, Freunde. Das ist einfach Liebe. Das ist so perverses Zeug. Das ist so geil. Das musste ich mir einfach wieder kaufen. Und diesmal Fanta Peach habe ich noch nie probiert. Ich liebe Pfirsich. Ich mag Fanta. Ich werde das Ganze einfach mal probieren. Ja, die Kombi ist jetzt nicht so geil, aber kann man auf jeden Fall trinken. Es schmeckt so, lustigerweise schmeckt es wie diese Edition, da gibt es ja auch in Pfirsich, schmeckt irgendwie genauso, schmeckt irgendwie wie Eistee. Finde ich irgendwie komisch. Den Geschmack habe ich jetzt nicht erwartet, meine Damen und Herren. So, dann werden wir mal die Cheesy Sticks probieren, die ich eben schon mal angesprochen hatte. So sieht das Ganze dann aus. Jalapeno-Geschmack. Mmh. Alter. Die Dinger sind richtig geil. Ich muss das Video beenden und alles aufessen. Was haben wir denn sonst noch? Hers Cheese Balls. Die Dinger sind richtig geil, sind aber auch ein bisschen teuer. Ich glaube, dafür haben wir 3 Euro bezahlt. Ist natürlich ein stolzer Preis für eine Tüte Chips, aber die Dinger lohnen sich auf jeden Fall, Freunde. Für jeden, der es mal ausprobieren möchte, lohnt sich, es einmal auszuprobieren. Es ist geil, die Dinger schmecken richtig gut. Sonst, wie gesagt, Doritos, Freunde. Was wir sonst noch hätten, was man nicht so oft findet hier, ist Cherry 7-Up. Schmeckt richtig geil, Freunde. Ich sage das hier zu allem Zeug, was hier rumliegt, aber die müsst ihr euch trinken. Die schmeckt nach Liebe pur. Alter, ich muss so Aufschluss von der Fanta. Freunde, ihr habt natürlich heute noch Zeit, heute Samstag. Einfach mal, wenn ihr in der Nähe wohnt von Holland, also München-Gladbach oder was weiß ich wo, dann fahrt doch einfach rüber, besorgt euch coole Sachen. Ich hatte mit vielen Leuten auf Insta geschrieben und denen auch gesagt, wo ich das her hatte. Also ich bin gespannt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns auf euren Insta-Post zum Super Bowl einfach mal verlinken würdet. Wir hauen auf jeden Fall Support raus und ich finde es einfach cool zu sehen, wie ihr da draußen Super Bowl feiert. Freunde, das war's von unserem Video zum Super Bowl-Einkauf dieses Jahres. Zum Schluss nochmal eine dicke Packung süße Schnecken oder was der Scheiß hier ist. Die werde ich mir nochmal richtig schön geben. Ich glaube, die schmecken nach Apfel, so wie sie aussehen. Oh, mmh. Ach so, als würde ich in den frischen Apfel beißen. Mmh. Beste Leben. Ja, das ist gut. Also Freunde, das war's von uns. Vielen Dank fürs Video schauen, liken, Glocke aktivieren und checkt das Video morgen ab zusammen mit unseren Freunden von BMTV. Freunde, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Sports Buddies. Haut rein und ciao.